Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ich suche seit langem nach Leuten, die ihren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben, und tatsächlich habe ich sie hier in Dormagen gefunden. Einer kleinen Stadt, aber inshallah viel Khair, bi'idhnillah ta'ala. Ich freue mich tatsächlich, all diese gläubigen, inshallah gläubigen Gesichter zu sehen. Und wallahi, es ist keine Floskel, sondern wir lieben euch für Allah. Und ich bitte diejenigen, die uns komisch angucken, weder haben wir Schulden bei euch, noch ihr bei uns. Deswegen, subhanallah, es reicht, dass die Leute uns draußen schon komisch angucken. Ihr guckt mich an, als ob ich euch nach einer Niere oder nach einer Galle gefragt habe. Ja, deswegen, wir wollen freundliche Gesichter sehen, und die Zähne sind keine Aura. Ja, nicht, dass ihr die Zähne versteckt, die Zähne sind keine Aura. Deswegen lächelt uns an, wie wir euch anlächeln. Und Alhamdulillah, das ist eine Sadaqa gleichzeitig, und ihr macht damit vielleicht eine Tat, mit der ihr das Paradies begehen wollt. Möge Allah Azzawajal uns allen das Paradies geben. Möge Allah Azzawajal hier niemanden rausgehen lassen, außer dass er ihm vollständig die Sünden vergibt. Allahumma amin. Wenn ich mich erinnern kann, ich glaube 2019 war ich das letzte Mal hier. Und ich habe euch vermisst. Ich habe euch sehr vermisst, aber subhanallah, ihr wisst, die Corona-Regeln und alle anderen Umstände haben es leider nicht hergegeben, dass wir euch sehen konnten. Umso erfreuter sind wir, dass wir all diese Gesichter wiederfinden. Wallahi, ich sage es von ganzem Herzen, von Herz zu Herz. Es ist mir wirklich ein Rätsel, und ich überlege manchmal, wie kann so etwas sein? Ihr habt so wenig Dauer in euren Städten und ihr habt so wenig Leute, die sich in Richtung des Islams bewegen, die wirklich etwas reißen wollen in der Dauer. Und trotzdem sehe ich euch immer wieder, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wo habt ihr diesen Iman her? Möge Allah Azzawajal euren Iman weiter stärken, und möge Allah Azzawajal euch nur mit diesem aufrichtigen Iman sterben lassen. Allahumma amin. Habt ihr uns auch vermisst? Alhamdulillah, ich bin braun, deswegen werdet ihr nicht sehen, dass ich rot werde. Liebe Geschwister, ein wahrlich gewaltiger Hadith, über den wir heute sprechen, und das Thema ist: heute Muslim, morgen Kafir. Möge Allah uns nicht unsere Seelen nehmen, bis er mit uns zufrieden ist. Amen. Lebst du als Muslim, o Muslim? Oder lebst du das Leben derjenigen, die Allah nicht liebt? Und hört diese Aussage von unserem edlen Salafi, von Imam Ahmad, rahmatullah alayh, der sagte: La a'jab mimman halak, kayfa halak. Walakin a'jab mimman naja, kayfa naja. Ich wundere mich nicht über eine Person, der an den Versuchungen, an den Fittern zugrunde gegangen ist, wie er zugrunde gegangen ist, denn die Fittern sind viele. Das sagte er in seiner Zeit. Und ihr wisst, Imam Ahmad rahmatullah alayh ist 251 nach Hijra gestorben. Wir sind jetzt weit, weit, weit nach ihm. Er sagte: Ich wundere mich nicht über diejenigen, die an den Versuchungen zugrunde gehen, dass sie zugrunde gehen, weil die Fittern sind viele. Und wir werden gleich den Hadith dazu hören: Die Fittern werden viele gläubige Herzen mit sich reißen. Er sagte: Vielmehr wundere ich mich über diejenigen, die standhaft geblieben sind, wie sie überhaupt standhaft geblieben sind. Denn dieses ist nur eine Sache, die Allah Azza wa Jal ihnen ermöglichen kann. Wer nicht die Hilfe Allahs Azza wa Jal in diesen Zeiten hat, so wisse, er wird davon geschwemmt werden und er wird nicht mehr zum Weg zurückfinden. Alles ist abhängig von Allah subhanahu wa ta'ala. Und hört diese Überlieferung, liebe Geschwister, die so gewaltig ist, dass wir uns Zeit lassen werden, diese zu studieren. Denn wir werden insha'Allah ta'ala in dieser Überlieferung viele Probleme ansprechen, die die Shabab, die Jugendliche insbesondere haben. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und die Überlieferung ist bei Abu Dawud. Er sagte: Inna bayna yadi sa'a fitnatan ka qita'i laylil muzlim. Wenn die Zeit einbricht, wallahi, wir haben so viele Anzeichen dafür, dass die Zeit nicht mehr so lang entfernt ist. Viele denken, die Abrechnung ist noch weit entfernt. Wenn du heute stirbst, wo kommst du rein? In ein Grab.
Und im Grab fängt die Abrechnung an. Im Grab fängt die Abrechnung an. Wie weit ist die Abrechnung entfernt, frage ich dich. Wenn wir heute sterben, ist morgen die Abrechnung für uns. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, innal insana idha dufin ja'ahu malak biyadihi mitraq. Wenn der Mensch stirbt, dann wird er in ein Grab hereingelegt und so kommt ein Engel zu ihm, der in der Hand einen Eisenhammer hält. Und ihr kennt die Fragen im Grab. Wie viele sind es? Üçtana. Thalata. One, two, three. Uno, dos, tres. Ich will, dass jeder das versteht. Auf Kurdisch kann ich leider nicht. Wer ist hier Kurde? Alhamdulillah. Aber originaler Kurde? Sehr gut. Eins, zwei, drei auf Kurdisch. Aywa, das hört sich wie Spanisch an. Nicht, dass du Spanier bist. Subhanallah, drei ganze Fragen. Es gibt Leute, die sind in der Irre, der sagt dir, die vierte Frage ist nach dem Madhab, also Mazhab. Es gibt keine Frage nach dem Madhab im Grab. Es gibt nur die erste Frage, wie lautet sie? Wer war dein Herr? Unsere Antwort ist, Allah. Rabbi Allah. Allah ist mein Herr. Und die zweite Frage ist, was war deine Religion? Unsere Religion ist die Religion des Islam. Walhamdulillah. Alles Muslime hier? Inshallah. Wir wissen, unsere Freunde sitzen auch immer unter uns, aber möge Allah auch sie recht leiten. Ihr wisst, wen ich meine mit Freunden. Einer hier, der sich outen will. Und die letzte aller Fragen, wer war der Mann, den du gefolgt bist? Unsere Antwort ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haben die Engel nach unseren Namen gefragt? Haben die Engel nach unserer Adresse gefragt? Wie viele Häuser wir besessen haben? Alle Fragen gehen nur um das Jenseits. Wer war dein Herr? Was war deine Religion? Und wer war der Mann, den du gefolgt bist? Subhanallah, alle Fragen handeln um das Jenseits und wir leben nur für das Diesseits. Ajaban, komisch, verwunderlich. Denn wenn wir diese Fragen beantworten können, das ist die letzte Station der Prüfung. Danach wird alles leicht für dich und für mich sein. Möge Allah Azzawajal uns erfolgreich sein lassen. Alles wird leicht sein für dich. Aber wenn du diese Fragen nicht beantworten kannst, von den beiden gewaltigen Engeln, wie ist ihr Name? Munkar und Nakir. Schaut mal nur, ihre Farben wurden uns beschrieben in einer authentischen Überlieferung bei At-Tirmidhi. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ja'ahu malakan, zwei Engel kommen zu ihm. Jetzt hat er die Farben beschrieben. Wer sagt mir, welche Farben haben diese Engel? Bitteschön. Schwarz und blau. Schwarz und blau. Das sind furchteinflößende Farben. Das sind was? Furchteinflößende Farben. Und sie sind in der Tat furchteinflößend. Sie halten einen Eisenhammer in der Hand. In einer Überlieferung, die Al-Dhahabi als authentisch klassifiziert hat, und Sheikh Al-Albani sagt, sie ist daif, es gibt Unstimmigkeiten bezüglich dieser Überlieferung, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Eisenhammer ist in der Größe, dass wenn die gesamten Menschen und Dschinn versuchen würden, ihn zu tragen, sie wären nicht in der Lage dazu. Mit diesem Eisenhammer bekommt er einen Schlag versetzt, so dass das gesamte Universum diesen Schlag hört. Und mit Universum meinen wir nicht nur Amerika, Afrika, Europa, Australien, Asien. Wir meinen bis in die Sternengruppe hinauf. Jeder wird diesen Schrei hören, außer die Menschen und die Dschinn. Ey Wallah, und wie gnädig Allah ist, stellt euch vor, wir würden unsere Lieblinge begraben und dann würden wir so einen Schrei hören. Wer von uns könnte noch ein normales Leben führen? Keiner mehr.
keiner könnte mehr ein normales Leben führen. Wenn wir hören würden, und so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei Imam Muslim, er sagte, wenn ich nicht fürchten würde, dass ihr aufhört, eure Toten zu begraben, würde ich Allah darum bitten, dass er euch die Strafe im Grab hören lässt. Aber er hatte Angst, dass wir aufhören, was? Unsere Toten zu begraben. Niemand würde das mehr machen. Stell dir vor, du hörst jeden Tag, wie dein Vater gequält wird im Grab, wie deine Mutter gequält wird im Grab. Niemand von uns könnte mehr leben. Keiner. Aber Allah mit seiner Barmherzigkeit, er lässt uns diese Sache vergessen. Aber trotzdem existiert sie. Und wenn dann diese beiden Engel kommen und demjenigen einen Schlag versetzen, wem? Versetzen sie jedem einen Schlag? Antwort nein. Nur denjenigen, die nicht die richtigen Antworten haben. Und ihr solltet wissen, liebe Geschwister, es reicht nicht, diese Fragen oder diese Antworten auswendig zu lernen. Denn wenn du nicht danach gelebt hast, wird Allah Azza wa Jal dich nicht befestigen in dem Grab. Es gibt Leute, sie lernen zum Beispiel für eine Klausur. Aber wenn die Prüfung anfängt, haben sie ein Blackout. Und so wird das auch so sein, wie die Gelehrten sagen, dass derjenige, der nicht danach gelebt hat, wenn er auch jeden Tag die Antworten studiert, er wird nicht antworten können. Und hier haben wir ein Beweis, dass derjenige, der in sein Grab hereingelegt wird, für ihn fängt die Abrechnung an. Ich frage euch, theoretisch, wann könnte für uns die Abrechnung anfangen? Ist sie wirklich noch so lange hin? Antwort nein. Warum spielen wir? Wenn wir heute sterben, wie viel La ilaha illallah ist in unserem Herzen enthalten? Wie viel? Mit wie viel La ilaha illallah sterben wir? Und Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man kana akhiru kalamih La ilaha illallah dakhala al-Jannah. Derjenige, dessen letzten Worte La ilaha illallah sind, möge Allah uns unter ihnen schreiben, so wird er das Paradies betreten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aber damit wir auch La ilaha illallah sagen am Ende unseres Lebens, musst du danach gelebt haben. Denn, so heißt es in einer authentischen Überlieferung, innama al-a'malu bil khawatim. Die Taten entsprechen dem Ende. So wie du gelebt hast, so wird auch dein Ende sein. Wenn du die ganze Zeit gerappt hast, letztens, ich gehe aus der Wohnung raus, oder nee, ich saß im Auto. Da war so ein 17-, 18-Jähriger, wir sagen Almani. Und der hatte Kopfhörer und hat auf der Straße gerappt. Maschnur. Er hat einfach den Rausch ausgelebt, den er irgendwo mal mitbekommen hat. Niemand von uns würde so etwas tun. Aber tatsächlich solltest du eine Sache wissen, so wie du gelebt hast, so wird auch dein Ende sein. Subhanallah, habt ihr gesehen, dass Leute beim Koranlesen gestorben sind? In der Prophetenmoschee, in Medina, gab es eine Person, er war blind. Er war was? Blind. Und jedes Mal, wenn eine Person hereinkam, hat er sich versucht, ihn zu nähern und ihm gesagt, bitte lies mir vom Koran vor. Weil er hat es begehrt, den Koran zu hören. Und eines Tages, als er wieder in der Moschee war, der Blinde, sagte er zu einem Bruder, bitte lies mir etwas vom Koran vor. Und dieser las ihm mit wunderschöner Stimme etwas vom Koran vor. Und in diesem Moment ist er gestorben. Allahu Akbar. Gehe nicht an Orten, an denen du nicht sterben willst. Wer von euch möchte in der Shisha-Bar sterben? Habt ihr Shisha-Bars, Baraka und wie sie alle heißen? Wer von euch möchte in der Shisha-Bar sterben, dann geh auch dort nicht hin. Und ich frage die Schwestern, wer von den Schwestern möchte in einer Leggings sterben? Dann zieh das nicht an, wenn du nicht in so einer Leggings sterben möchtest. Wer von uns möchte mit den Worten des Kufr sterben? Niemand. Dann sprich auch nicht die Worte des Kufr.
Und daher, es liegt an uns, ob wir von Allah Azzawajal ein gutes Ende bekommen oder nicht. Höre diese Überlieferung. Es wird Fittern geben, Versuchung, so dunkel wie die Nacht. Hast du einmal eine Nacht erlebt, wo du nicht einmal deinen eigenen Finger vor dir siehst? So werden die Fittern sein. Du wirst nicht wissen, von wo sie kommen, aber sie werden dich überschwemmen. Und es wird eine Zeit sein, wo jeder versucht, sich zu retten. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim. Er sagte, لا تقوم الساعة. Die Stunde wird nicht eher einbrechen, حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانك. Die Stunde wird nicht eher einbrechen, bis ein Mann an dem Grab von seinem Bruder vorbeigeht. Bruder, allgemein. Und er wird sagen zu demjenigen, der im Grab liegt, wäre ich doch nur an deiner Stelle. Hat er eine Krankheit, die zum Tode führt? Nein. Hat er Schulden? Nein. Er kann die Fittern nicht mehr aushalten. Er weiß, wenn er weiter mit diesen Fittern lebt und nicht standhält, so wird er vielleicht als etwas anderes sterben als Muslim. Dann sagte er weiter, in dieser Zeit der Fittern, liebe Geschwister, يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. Einer wird frühmorgens als Gläubiger aufstehen und er geht abends als Kafir zu Bett. Innerhalb von einem Tag nimmt Allah ihm seinen Glauben. Innerhalb von einem Tag. Sehen wir das? Wir sehen das. Dass eine Person, der noch einige Stunden zuvor an Allah und den jüngsten Tag geglaubt hat, seinen Iman, seinen Glauben verliert. Höre, Al-Qa'idu fiha khayrum min al-Qa'im. Derjenige, der in den Zeiten der Fittern sitzt, ist besser als derjenige, der steht. Wal-Mashi fiha khayrum min al-Sa'i. Wir werden das erklären. Glaubt ihr wirklich, wir sind besser als Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali radiallahu anhum ajma'in? Eines Tages hörten sie, wie der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und weh, es wird euch langweilig, die Salawat zu machen. Eines Tages hörten die Sahaba, dass er sagte, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala din. O du Dreher der Herzen, festige mein Herz in deiner Religion. Wer? Wer hat das Bittgebet gesprochen? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Er war erpicht darauf. Er war hinterher, dieses Bittgebet ständig zu sprechen. Warum? Weil er wusste, was die Zeit der Fittern ist. Dann sagten die Sahaba radiallahu anhum in einer Überlieferung von Anas ibn Malik, er sagte, قلنا يا رسول الله. Wir sagten, o Gesandte Allahs, أتخاف علينا? Hast du Angst um uns? Er sagte, نعم. Ich habe Angst um euch. Um wen? Abu Bakr. Um? Umar. Um? Uthman. Um Ali. Um diese Sahaba hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sich Sorgen gemacht. Allahu Akbar. Was sollen wir sagen, die wir bei Allah nicht mal der Fußnagel von diesen Sahaba sind? Möge Allah uns mit ihnen vereinen, Yawm al-Qiyamah. Wir sind nicht mal der Fußnagel wert. Er hatte Angst um sie. Warum hatte er Angst um sie? Weil die Fittern viele sind. Wisst ihr, dass in seiner Zeit sogar Leute beauftragt wurden mit dem Niederschreiben von Al-Wahi, der Offenbarung? Manche Leute von den Sahaba haben Al-Wahi, die Offenbarung, niedergeschrieben. Mit anderen Worten, nichts anderes als den Koran. Was für eine edle Position. Und einer bekam Kibir nach einer Zeit, dass er dachte, er wäre unbedürftig und bräuchte die Muslime nicht. Dann hat er den Islam verlassen. Er war Schreiber von Al-Wahi, von der Offenbarung. Die Überlieferung ist von Al-Bukhari. Dann wurde er in die Erde hereingelegt, nicht von den Muslimen, weil er hat den Islam verlassen. Am nächsten Tag
hat in die Erde ausgespuckt. Allahu Akbar. Die Erde, die Erde. Was haben die Christen gedacht? Weil er hat denen das Christentum angenommen. Sie haben gedacht, das waren die Muslime. Aber es waren nicht die Muslime. So haben sie ihn tiefer gegraben. Am nächsten Tag hat ihn die Erde wieder ausgespuckt. Dann haben sie ihn so tief begraben, bis keiner mehr gedacht hätte, dass überhaupt jemand an ihn herankam. So hat die Erde ihn wieder ausgespuckt. Nicht mal die Erde wollte so eine üble, verdorbene Seele in sich bergen. Er ist Kafir geworden. Er hat was niedergeschrieben? Den Koran. Hat jeder so eine Position gehabt? Ja, Ikhwa, ich bin die ganzen Kilometer gefahren von Berlin bis hierher. Möge Allah uns den Lohn schreiben. Um euch zu sagen, ich mache mir Sorgen um mich und um euch. Möge Allah uns alle befestigen. Atakhafu alayna? Hast du Angst um uns? Höre die Antwort von ihm. Er sagte, innal quluba bayna yadillahi azza wa jal yuqallibuha kayfa yasha. Wahrlich, die Herzen sind in der Hand von Allah. Er dreht sie, wie er will. Haben wir das nicht gesehen? Einer hat die Offenbarung geschrieben. Ich rede nicht mit euch über einen Abul Bara, über einen Mahmud, über einen Uthman, über einen Hussein. Einer hat die Offenbarung niedergeschrieben. Er hat den Islam verlassen. Und deswegen, und ich bitte diejenigen, die aufnehmen, Jazakumullah khairan, möge Allah azza wa jal euch reichlich belohnen. Bitte, wir nehmen schon auf. Ich glaube, das ist eine ganze Satellitenanlage, was aufnimmt. Ich glaube, gerade die Außerirdischen können uns auch live sehen. Allahu Akbar. Nochmals bitte, nicht aufnehmen, Barakallahu fikum. Weil wenn auch ein Schuh fliegt, das können wir dann rausschneiden. Aber wenn das alles live ist, dann sieht das peinlich für uns aus. Die Schuhe sind drüben. Ne? Alhamdulillah. Es wird Zeiten der Fitan geben. Höre eine Überlieferung. Sheikh al-Albani hat sie zuvor als daif, als schwach gezeichnet und dann hat er später seine Klassifizierung geändert und sagte in Silsila al-Sahiha, dass sie authentisch ist. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: Innakum fi zamanin man taraka minkum ushra ma umira bih halak. ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. Ihr seid jetzt in einer Zeit, sagte er zu ihnen, zu den Sahaba radiallahu anhum, wenn einer von euch nur ein Zehntel von der Religion lässt, er praktiziert 90%, aber er lässt 10%, ist er verloren bei Allah. So stark seid ihr, so gewaltig ist euer Iman. Aber dann sagte er, nach euch kommen aber Leute, wenn sie nur ein Zehntel praktizieren von der ganzen Religion, werden sie errettet sein bei Allah. Allahu Akbar. Sehen wir das? Nennt mir Beispiele. Wo, in welchen Ländern werden unsere Muslime gequält, getötet und sie werden daran gehindert, ihre Religion zu praktizieren? In China. Sie dürfen sich nicht einmal Muhammad nennen. Sie dürfen sich nicht einmal Muhammad nennen. Sie geben den Frauen eine Zwangsspirale, damit die Muslime sich nicht vermehren. Sie dürfen nicht fasten. Wenn diese Uiguren 10% der Religion praktizieren, werden sie bei Allah gerettet sein. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warum? Weil die Fitna hat sie erreicht. Wo noch? Na. Nein, das ist nicht so schlimm. Da haben sie zwar viele Bollywood-Filme, aber da ist noch nicht so schlimm. Bitte schön. Indien gibt es teilweise Gebiete, in der Tat, da ist es nicht leicht, als Muslim zu leben. Richtig, na. Palästina. Möge Allah Azzawajal diese reine Erde von dem Schmutz bewahren. Allahumma amin. Die Leute haben dort nicht die Möglichkeit, ihre Religion zu praktizieren, wie in anderen Ländern. Aber Allah ist barmherzig. Er weiß, dass sie nicht beten dürfen. Er weiß, dass sie nicht fasten dürfen. Aber trotzdem, was macht Allah? Er ist zufrieden, wenn sie an ihrer Religion fest glauben, diese Religion als höchstes Gebot sehen, wenn sie auch nicht alles praktizieren können. Haben wir einen barmherzigen Rabb? Wer bezeugt, dass Allah barmherzig ist? Herr Wallah. Allah ist barmherzig, Karim, Subhanallah. Sie können nicht, vielleicht beten sie nicht.
Und was für eine große Gefahr, wenn man nicht betet, ja, Ikhwan. Du musst mit Allah eine Verbindung aufbauen. Diese Verbindung ist nur über das Gebet. Nur über das Gebet, nichts anderes. Diese Leute können nicht beten. Warum? Weil die Zeit der Fitna da ist. Weil die Zeit der Fitna da ist. Und dann haben wir eine noch gefährlichere Überlieferung. Diese, liebe Geschwister, ist bei Imam Muslim. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, im Übrigen, wenn man die Salawat einmal spricht, so wird Allah dich 10-mal segnen. Wenn man die Salawat spricht, so wird Allah azza wa jal dein Kummer und deine Sorgen von dir nehmen. وَتَجِئُ الْفِتْنَةِ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي. Die Fitna wird kommen, dann sagt der Gläubige, das ist meine Zerstörung. An dieser Fitna werde ich zugrunde gehen. Es kann sein, dass ich an dieser Fitna mein Iman, mein Glauben verliere. Gibt es solche Fitna? Ich frage euch, ihr seid alle Shabab. Möge Allah euch immer im Guten erhalten. An dieser Fitna, sagt er, werde ich zugrunde gehen. Aber es ist noch nicht alles. Thumma tankashif, dann geht diese Fitna weg. Watajiul Fitna, und es kommt eine neue Fitna, die noch größer und gewaltiger ist. So dass er sagt, die vorige Fitna war sehr leicht zu bewältigen. Obwohl er daran eigentlich fast zugrunde gegangen ist. Dann kommt eine noch größere Fitna und er sagt, hadihi, hadihi, das ist die wahre Fitna. Abu'l-Bara übersetzte uns diesen Hadith. Eine Person, er hat eine Freundin. Steffi mit den grünen Augen. Ich weiß nicht, in Unterrichten fallen mir immer nur bestimmte Namen ein. Auch mit muslimischen Namen. Subhanallah. Steffi. A'udhu billah min Steffi. Wa min Steffi. Er weiß, er ist im Haram mit ihr zusammen. Es ist seine Freundin. Und er war ein paar Mal in der Moschee und hat ein paar Mal dem Scheich zugehört. Und er weiß, die Sinna ist haram, er darf keine Freundin haben. Frage, hat Allah ihm Ersatzmöglichkeiten gegeben? Was könnte er machen zum Beispiel? Also jetzt einer, der sich mit dieser Thematik auskennt. Na, bitteschön. Er könnte sie heiraten. Kann er Steffi einfach so heiraten? Steffi ist von Ahlul Kitab, auch wenn sie grüne Augen hat. Alle sind auf einmal von Ahlul Kitab. Wenn Steffi den, was annimmt? Den Islam annimmt, darf er sie heiraten. Weil sie muss bereuen und ihre Reue zählt oder zählt nicht, solange sie keine Muslima ist. Zählt nicht. Wenn sie bereut, den Islam annimmt, dann kann er sie heiraten. So lebt er mit ihr im Halal. Allah Azza wa Jal sagt, أَتَسْتَبِدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٍ. Tauscht ihr etwa etwas Schlechtes ein mit etwas, was Gutes ist? Ja, Achi, ob du mit Steffi im Haram lebst, das Bild ist dasselbe, wenn du auch mit ihr im Halal lebst. Es ist dieselbe Wohnung und du holst sie mit dem Scooter ab, weil, kennt ihr jetzt die neuen Jugendlichen? Er hat kein Auto, so holt er sie mit dem Scooter. Und ist nicht mal bei uns in Berlin, damit ihr nur lernt, was Berlin ist, möge Allah uns aus dieser Stadt rausbringen. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so oft Deutschland-Tour mache. Da gibt es Jugendliche, die sind wirklich zwischen 7 und 12 Jahren, die nehmen sich diese Mietfahrräder, kennt ihr, ja? Mietfahrräder. Dann bricht er das Schloss und macht sein eigenes Schloss dran. Tockert. Ja, nicht so wahr, aber dreister geht es nicht. Ja? Und weh, du klaust ihm sein Fahrrad, der bekämpft dich und deinen Vater. Subhanallah. Er liebt Steffi. Okay, wir bleiben bei diesem Thema. Wir sagen ihm, verlass erstmal Steffi und schau, wenn sie den Islam annimmt,
dann kannst du sie heiraten. Und wenn du sie heiratest, lebst du mit ihr vor Allah im Halal. Eine gesegnete Ehe. Einer hat mich einmal angerufen, meinte so, Sheikh, ich muss dir unbedingt was sagen. Ich habe ihm gesagt, was? Er sagt, Wallahi, alles läuft schief. Ich sage ihm, wieso läuft alles schief? Er sagte, Subhanallah, meine Freundin hat mich verlassen und sie will einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, warum Allah mir das antut. Hallo? Er merkt nicht mal, dass er im Haram mit ihr lebt. Subhanallah, schaut mal, der Jahil, die Unwissenheit, welche Zeit wir erreicht haben. Einer hat eine Freundin, er weiß, er muss sie verlassen, aber er kann sie nicht verlassen. Und verzeiht mir, wenn ich das so sage, es gibt Frauen, sie haben eine anziehende Wirkung, ohne näher darauf einzugehen. So unterliegt ihr der Mann, er betet sie an. Einer hat mir einmal geschrieben, eine E-Mail, die 30 Seiten lang ist, weil Abul Bara ist arbeitslos, er hat nichts zu tun. Allah Musta'an. Und Subhanallah, Wallahi, ich habe Angst bekommen vor seinem Traum. Um ehrlich zu sein, Wallahi al-Azim, ich habe Angst bekommen vor seinem Traum. Er sagte mir, er war so fanatisch verliebt in einer Frau, er sagt mir, ich habe sie mehr geliebt als Allah. Diese Frau war bei mir gewaltiger als Allah. Und so hat er gelebt mit ihr die Jahre. Irgendwann hat sie ihn verlassen. Dann sagte er, habe ich geträumt, dass ich vor ihr den Sujud, die Niederwerfung mache. Fitna. Fitna, ja Ikhwa, Fitna. Heiratet. Aber begibt euch nicht in diese Fitna mit Freundinnen und Freunden. Denn eine Freundin kann dir dein Iman nehmen. Und ich komme gleich zu einer Geschichte. Subhanallah. Irgendwie schafft er es aber, diese Frau zu verlassen. Er weiß, diese Frau hätte ihn fast sein Iman genommen. Und schaut mal, in der Überlieferung heißt es, und die Fitna wird kommen, dann wird sie vergehen, dann kommt eine neue Fitna. Als er sie verlassen hat, hat er ein paar Tage gelebt und dann ist er ins Netz gegangen, ins Internet. Und dort hat er nicht nur eine Steffi kennengelernt, dort hat er eine neue Welt der Frauen kennengelernt mit den schmutzigen, versauten Seiten, die tausendmal schöner sind als Steffi und ihre Mutter. Das ist jetzt seine neue Fitna. Nicht immer Steffi. Schaut mal, Subhanallah, er ist von der einen Fitna weggekommen. Gerade mal so. Fast hätte er sein Iman an ihr verloren. Jetzt kommt eine neue Fitna. Er kommt nicht mehr weg. Er kommt nicht mehr weg von dieser Fitna. Was passiert infolgedessen? Die Geschwister rufen mich an, sie sagen zu mir, Wallahi, ich weiß, dass ich einen Fehler mache. Und ich weiß, dass ich niemals diese Fitna lassen kann. Und ich weine, aber ich möchte diese Sünde lassen. Ich sage ihnen, wie willst du diese Sünde lassen? Du hast alle Möglichkeiten, diese Sünde zu begehen. Solange du diese Möglichkeiten hast, wirst du diese Fitna nicht verlassen, weil wer einmal tief reingeht, möge Allah unsere Herzen immer im Reinen halten. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma thabbit ala al-imani qulubana. Wer einmal tief in diese Fitna geht, so ist er verloren. Ein Mann, er hat eine Frau halal zu Hause. Und er guckt sich was an? Die versauten Filme. Und vor 2, 3 Tagen hat mich eine Schwester angeschrieben, die mir sagte, ihr Mann verpflichtet sie, mit ihm diese Filme zu schauen. Ah, als dieser, der Youth, und so nenne ich ihn, Eifersuchtsloser, als er sich von seinem Iman getrennt hat, von seinem Glauben getrennt hat, ich meine nicht damit, dass er ein Kafir geworden ist, er hat sich von seinem Iman getrennt. Was hat Allah von ihm genommen? Die Eifersucht. Und so seht ihr, Leute, er hat keinen richtigen Iman, so liegt er am Strand mit seiner Frau, als wären sie Fische. Und ein jeder kommt an ihnen vorbei und sieht sie. Hat diese Eifersucht?
der Dayuf, der Eifersuchtslose, wird nicht das Paradies betreten. Habe Eifersucht für deine Frau. Jehova, das sage ich, um mich und euch zu schützen, nicht um euch zu demütigen. Es gibt Leute, der ist noch in der Welt der Jahiliyyah, deswegen empfindet er es nicht schlimm. Er geht ins Schwimmbad, mit seinem Bruder sogar, mit seiner Schwester. Und er geht vielleicht sogar in das Schwimmbad mit seiner Frau. Das nur, weil er noch nicht die Brille der Rechtleitung bekommen hat. Denn wenn du einmal diese Brille der Rechtleitung bekommst, Wallahi, du wirst so klar vor dir sehen. Habt ihr früher den Schirk so gehasst wie jetzt? Nein. Habt ihr früher die Sünden so gehasst wie jetzt? Habt ihr Abul Bara damals so gehasst wie jetzt? Wer ja sagt, der verlässt ganz schnell den Raum. Wir haben noch edle Geschwister, die draußen warten. Die Fitna wird kommen, so wird der Gläubige sagen, was? Das ist meine Vernichtung. Dann wird diese Fitna hinweggehen, so wird der Gläubige sagen, das ist meine neue, gewaltigere Fitna. Und er hat Angst, dass er zugrunde geht an dieser Fitna. Ich möchte mit euch ein paar Minuten, liebe Geschwister, über die gewaltigsten Fitnen sprechen, die wirklich unseren Iman nehmen können. Denn wir reden heute über das Thema, heute Muslim, morgen Kafir. Social Media. Wenn ihr mich fragt, eine der gewaltigsten Fitnen. Sind wir alle derselben Ansicht? Die Leute verlieren ihren Iman an diesen Social Medias. Sie haben ein Telefon. Und dieses Telefon ist momentan in der Lage, alles zu machen. Das ist ein kleiner Computer. Richtig? Das ist ein kleiner Computer. Diese Person, er macht die ganze Zeit den. Kennt ihr den? TikTok. Im Übrigen, ich bin der ärmste TikTok-Star. Weil ich habe keinen. Die Leute denken auf der Straße, dass ich reich bin. Und die wissen, wenn ich sie zum Drink einladen soll, dann muss ich ein paar Pfandflaschen sammeln. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Möge Allah uns nur bei ihm reich machen lassen. Die ganze Zeit den hier. Wie lange? 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden. Was erwartet sie in den Videos? Alles. Alles. Erstmal seht ihr einen Löwen. Etwas mit Bart. Nächste Video ist schon ohne Bart. Ihr versteht, was ich meine. Eine tanzende Steffi. Da ist sie wieder. Was passiert? Sein Iman bleibt im Social Media stecken. Ich danke Allah. Wallahi, und ich verkünde das auch in die ganze Welt hinaus. Ich bin der größte Jahil in der Technik. Alhamdulillah. Einmal mein Sohn Bara, möge Allah ihn segnen und ihn rechtleiten und seinen Vater. Als ich ein Telefon bekommen habe, die Geschwister haben das für die Dawah, Alhamdulillah, zur Verfügung gestellt. Ich wusste nicht mal, wie man Telefonnummern abspeichert. Weh, ihr macht so euch lustig über mich. Dann habe ich gesagt, Bara, mach das mal. Dann hat er mir die Telefonnummern abgespeichert. Er hat mir die Telefonnummern abgespeichert. Falsch, weil ich habe irgendjemanden angerufen, es war aber ein anderer. Aber er hat sie abgespeichert. Subhanallah, das ist eine Gnade, wenn man, wallahi al-azim, unwissend ist in der Technik. Und ich sage, je wissender und je fähiger und je künstlerischer jemand mit dieser Technik umgehen kann, desto größer ist er in Gefahr. Außer wenn Allah schützt, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah unsere Shabab schützen. Amen. Diese Social Media machen dich kaputt. Und nicht nur mit den Begierden, mit den Gelüsten, Frauen und Ähnliches. Sie machen dich auch kaputt mit den Shubuhat. So viele Geschwister, die eine reine Aqida hatten, einen wahren Glauben hatten, von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sind dann zu der und der Gruppe gegangen. Warum? Durch Social Media. Ich frage dich nur eine Frage, O Diener Allahs. Wenn ich dir sage, an diesem Ort gibt es die Pest, gibt es Krankheiten, würdest du dich an diesem Ort begeben? Die Leute machen das jeden Tag in Social Media.
Abu al-Bara, da gibt es einen, der ist ein Ex-Muslim. Ein was? Ein Hmar. Wallahi, der verdreht ihn den Kopf. Er sagt zu mir, ich habe jetzt Zweifel an meiner Religion. Überlegt, ich habe Zweifel an meiner Religion, weil auch diese Person niemals die Fundamente der Religion gelernt hat. Natürlich wird er sich in Zweifel begeben. Er hat einen reinen Glauben gehabt. Wodurch hat er ihn verdorben? Durch Social Media. Lass mal nur diejenigen, die Kuffar sind, dass sie Gefallen an ihnen finden und ihren Iman fast bei ihnen lassen. So viele Sekten. Die Sekten sind unüberschaubar. Die einen sind klarer im Dalal, im Irrgehen. Für die anderen brauchst du tiefergründiges Wissen, damit du weißt, die sind falsch und die sind richtig. Aber wir sagen zu den Geschwistern, subhanallah, ihr habt doch Lehrer. Fragt doch eure Lehrer, ob derjenige in Ordnung ist oder nicht. Nein, selbst Experimente. Wie ein Bruder, er kam zu mir, möge Allah Azzawajal ihn recht leiten. Er sagt zu mir, kann ich von dem hören? Ich sage ihm nein. Und ich sage ganz klar, es gibt Leute, ich warne zwar nicht öffentlich vor denen, aber das sind Shayatin, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei Imam Muslim sagte, Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilayha qadafuhu fiha. Es wird Rufer geben, Prediger, sie rufen direkt von der Tore des Jahannam rein in Jahannam. Wer ihnen folgt, wird in Jahannam hinter ihnen reingeworfen. Hum min jildatina, sie haben unsere Haut, wa yatakallabuna bi alsinatina, und sie reden auch mit unserer Zunge. Subhanallah, so viele Prediger. Ja, achi, höre nicht von ihm. Er sagt, aber der ist für mein Herz. Was für ein Herz? Nach Herz kommt Schmerz. Herz, sagt er. Ich habe ihn dazu geraten, die nächsten Jahre habe ich ihn nicht mehr gesehen. Der war weg vom Fenster. Und später sehen sie immer alles ein. Einer, der den Weg von Ahlus Sunna verlässt und zum Beispiel Takfiri wird, er kommt vielleicht zurück. Tausende Leute entschuldigen sich bei mir. Sie sagen zu mir, Abu al-Bara, ich habe dir Unrecht angetan. Warum haben sie das gemacht? Irgendjemand hat ihnen gesagt, Abu al-Bara ist Kafir. Der hat gesagt, richtig, der ist Kafir. Dann verzeih ich ihm. Für wen? Für ihn oder für... Für Allah Azza wa Jal. Denn Allah Azza wa Jal sagt im Koran, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Derjenige, der verzeiht und sich bessert, so obliegt sein Lohn nur Allah. Weil ich hoffe, ich bin ein Sünder durch und durch, möge Allah Azza wa Jal mir vergeben. Vielleicht dadurch, dass ich ihn vergeben habe, wird Allah mir vergeben. Nach ein paar Tagen macht er wieder Takfir mit mir. Kein Problem. Wir sehen ihn wo wieder? Yawmul Qiyam. Wie kommt ein Jugendlicher dazu, der dich eigentlich so gut wie gar nicht kennt, den Kufr, den Takfir über dich zu sprechen? Wie? Was denkt ihr wie? Falsche Prediger. Richtig. Oder falsche Freunde, falsche Brüder. Falsche Freunde, falsche Brüder. Nicht jeder Bruder ist gut für dich. Nicht jeder, der ein Bart hat, ist gut für dich. Und du, Schwester, nicht jede, die ein Niqab hat, ist auch auf unserem Manhaj und unserer Akida. Das solltet ihr verstehen erstmal. Deswegen, einer wird Takfiri, der andere geht zu Hizb ut-Tahrir, einer geht wieder zu den Sufis. Wir hatten Leute, die haben 2 Jahre bei uns in der Moschee gesessen und Akida-Unterrichte gehört. Jetzt machen sie Breakdance. Kennt ihr? Subhanallah! Hast du keine Akel? Aber hört diese Überlieferung von Ibn al-Qayyim. Er sagte, rahmatullah alayh, La tazun anna shaytana ghalabak, walakinna al-hafidha a'rada anka. Glaube nicht, dass der Shaytan dich besiegt hat. Nein, nein, nein. Der Shaytan hat seine Mittel, der Shaytan hat seine Wege, aber nicht der Shaitan hat dich besiegt, sondern Allah, dein Helfer, hat dich fallen gelassen, den Shaitan überlassen. Denn wenn Allah auf dich achtet, wird der Shaitan dir niemals etwas antun können. Aber warum hat Allah ihn fallen lassen? Weil er ist nur noch beschäftigt,
der ist Kafir, der ist Munafiq und die Besten sind die, Achi, du bist Munafiq. Wie soll er dein Achi sein, wenn er Munafiq ist? Achi, du bist Munafiq. Er ist selber dadurch Kafir geworden, wenn er sagt Achi. Diese Leute haben wir leider in der Umma. Aber ihr seht auch, Wallahi, das sind Leute, Allah hat ihnen schwarze Gesichter gegeben. Sie sind Juhal durch und durch, unverschämt, unerzogen und du siehst kein Adab von ihnen. Alles Beweise dafür, dass sie auf dem falschen Weg sind. Und daher, ja Ikhwa, Social Media, und ich weiß, ich werde jetzt viele Leute treffen, aber ich möchte heute mit diesem Vortrag ein Zeichen setzen und ich bitte euch für Allah, tut mir einen Gefallen. Ich sage nicht, entfernt euch von Social Media, würdet ihr sowieso nicht tun, sondern ich sage euch, verringert das auf ein Minimum. Habt 2, 3 Kanäle, die ihr abonniert habt, die ihr kennt, wo ihr nur das Gute über diese Brüder wisst. Alhamdulillah, es soll euch reichen. Müssen wir von jedem hören? Ich frage euch, müssen wir von jedem hören? Aber der ist fürs Herz. Ist fürs Herz. Habibi, der hat Anashid. Idrib ya Asad al-Falluja. Und dann hörst du die Pferde wiehern. Masha'Allah. Er sagt dir, Allahu Akbar, was für ein Vortrag. Was für Vortrag? Der hat nur 2 Wörter gesagt. Der Rest waren die Pferde und Allahu Akbar und ein Nashid. Was für ein Vortrag? Er sagt dir, Allahu Akbar, mein Herz ist rein geworden. Ja, mach weiter mit deinem Rein. Wer von euch ist heute bereit, zwischen sich und Allah zu sagen, ich reduziere Social Media nur noch auf ein Minimum? Allahu Akbar. Wallahi, das ist Ehre für euch. Das ist Ehre für euch. Denn, ich habe es angesprochen, es sind nicht nur die üblen Prediger. Wir haben auch über die Gelüste gesprochen, sowohl die Sinner als auch die P-Filme. Ich mag das Wort nicht. Diese haben von vielen Leuten den Iman genommen. Wenn ich was Falsches sage, dann sagt es mir. Kennt ihr Leute, die an dieser Fitna von den schmutzigen Filmen zugrunde gegangen sind? Ja oder nein? Einer sagt mir im Ramadan, die ersten 3 Tage konnte ich mich nicht zurückhalten, da habe ich die Selbstbefriedigung ausgeführt. Im Ramadan, in den ersten 3 Tagen bist du normalerweise am motiviertesten, am stärksten. Er sagt, ich konnte nicht. Alles durch sein Handy. Und ich sage euch, und es gibt nur eine Lösung, ob sie euch gefällt oder nicht. Wer abhängig ist von diesen schmutzigen Filmen, und ich weiß leider, von den meisten Shabab zu 80-90% sind sie abhängig. Obwohl sie teilweise Frauen zu Hause haben. Allah hat ihnen Halal gegeben zu Hause. Sie haben doch Ehefrauen. Aber sie sind mit dem Halal von Allah nicht zufrieden. Wer damit aufhören will, er soll sein Tablet weggeben, er soll sein Handy weggeben, so dass er diese Filme nicht mehr schauen kann. Abu Bara, ich brauche aber ein Telefon, um meine Hausaufgaben zu machen. Ja, ja. Wallah, die Hausaufgaben hast du jahrelang gemacht, das war ja das Problem. Du siehst, subhanallah, er blättert die Seiten eine nach der anderen von diesen schmutzigen Seiten so konzentriert. Wir wären froh, wenn er so konzentriert was lesen würde, den Koran. Den Koran. Und kennt ihr die sich am Bad spielen und sagen, Masha'Allah? Alles durch Social Media. Wir sagen ihnen, hol dir ein Handy, aber eins, worauf du nicht Videos schauen kannst. Gibt es solche Handys? Ja. Die sind auch wieder beliebt. Holt euch so ein Handy. Du brauchst es nur zum Telefonieren. Mehr nicht. Mehr nicht. Und damit schützt du deinen Glauben. Ist es uns wert, dass wir unseren Glauben schützen? Ja. Das ist es uns wert. Denn dann fällst du auch nicht in diese Fitna. Bitte nur einige Leute, die sich melden. Wer kann bestätigen, dass Social Media den Iman zerstört? Wer? Seht ihr? Über was rede ich mit euch? Über was rede ich mit euch?
Ich rede doch nicht mit euch über eine Sache, die ihr nicht versteht, die ihr nicht kennt. Ich rede mit euch über eine Sache, die vielleicht von dem einen oder anderen, möge Allah euch alle bewahren, der hier sitzt, sein Iman ist fast daran zugrunde gegangen. Darüber rede ich. Liebe Geschwister, aber nicht nur das. Wir haben andere Fittern. Leute, die gucken die ganze Zeit Spielfilme, Serien, so viel Kuffer und Schirk. Ja oder nein? Und dann kommt eine Szene, wo sich über die Religion des Islam lustig gemacht wird. Wo sich über Allah lustig gemacht wird. Über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und du siehst ihn, dass er seinen Mundwinkel ein Drall nach oben geht. Er lacht. Wo ist deine Eifersucht für deine Religion? Wie kannst du so etwas schauen? Einer beleidigt deine Religion und du sitzt und schaust dir diese Serien an. Ja, achi. Komm zurück zu Allah. Was hast du von diesen Serien? Was bringen sie dir? Abul Bara, mein Iman ist schwach. Ja, durch Netflix wird er auch nicht stärker. Abul Bara, mein Iman ist schwach. Durch Steffi wird er nicht stärker. Abul Bara, mein Iman wird schwach. Durch Social Media wird er nicht. Wird er nicht stärker? Subhanallah. Die anderen haben eine Fitna, sich beliebt zu machen. Er will immer Mr. Player sein. Überall. Egal, wo er hingeht. Und subhanallah, dann postet er auch immer außergewöhnlichere Sachen. Kennt ihr auch die, die nach lustigen Videos im Netz suchen? Stundenlang nur, um zu zeigen, ich habe ein Video gefunden. Subhanallah. Einer oder eine die ganze Zeit wurde. Was sollen wir über so eine Person denken? Die hat mindestens 3 Gym. Mindestens. Wallahi, ich habe sowas noch nie gesehen. Manche fotografieren sich gerade, wie sie sich fotografieren. Jetzt habt ihr es verstanden. Subhanallah, wisst ihr, dass Sheikhul Islam rahimullah vor über 700 Jahren darüber gesprochen hat? Er sagt, und was die Bildermacher anbelangt, Bildermacher im Arabischen, Al-Musawwir, ist allgemein, was die Bildermacher anbelangt, so werden sie ihre Werke vollziehen, bis sie in den Junun, in die Verrücktheit hereinfallen. Siehst du, ganze Zeit. Er ist überall dabei. Überall. Er ist, er fotografiert sich. Ist auf Toilette, fotografiert sich. Like, ja, ich geh gleich bei Big Brother. Dann hast du Leute, die dir auch dabei zuschauen. Leute, die, a'udhu billah, falsche Freunde haben und so werden sie hin und her geschubst. Sie haben keine Persönlichkeit, ihre Freunde legen fest, welche Persönlichkeit sie haben. Achi, du hast kein Nike an. Pah. Kennt ihr das? Leute werden gemobbt in Schulen, in Klassen, weil sie kein Nike anhaben. Und wisst ihr von wem? Nicht von den Deutschen. Von Mahmoud und Ali. Ja, was bist du denn für einer? Du hast nicht mal Nike. Nicht mal Adidas. Ja, du hast auch Adidas. Das ist eine gefälschte Marke, die du anhast. Aber er mobbt die anderen. Und weil sie keine islamische Persönlichkeit haben, subhanallah, was machen sie? Sie schwimmen dann mit dem Strom mit. Schaut mal, Nuh alayhi salatu wassalam. Er hat ein Schiff gebaut in der Wüste. Und die Leute haben ihn sowieso für einen Verrückten gehalten, den edlen Gesandten, den ersten Gesandten in der islamischen Geschichte. Allah sagt jedes Mal, wenn sie an ihm vorbeigegangen sind, haben sie sich über ihn lustig gemacht. Allahu Akbar. Vielleicht hunderte von Jahren. Ist das Mobbing in der Art? Sie haben sich lustig gemacht. Dann sagte er, ihr macht euch lustig über mich. Wir Gläubige werden uns morgen über euch lustig machen, bedeutet Yawm al-Qiyam. Diese Persönlichkeit fehlt uns. Deine Freunde, komm, lass mal einen kiffen. Komm, lass uns in die Shisha-Bar gehen. Wallahi, ich habe Geschwister, die sagen mir, was sollen wir machen? Die sagen, komm ins Schwimmbad, komm in die Shisha-Bar. Ich sage zu ihnen, subhanallah, diese Sünder haben kein Problem damit, ihre Sünde öffentlich zu machen, ihren Fisk öffentlich zu machen. Und du hast ein Problem damit, ihnen zu zeigen, dass er Allah fürchten soll? Diese Leute fürchten nicht Allah
und sie machen das mit einer Überzeugung, kommt zur Sünde. Und du hast keinen Mut, ihnen zu sagen, komm zur Rechtleitung? Sind sie etwa auf einer besseren Rechtleitung als du? Aber weil wir mitschwimmen mit den Freunden, wo landen wir zum Schluss? Ebenfalls im Koffer. Von der Shisha-Bar zum Schwimmbad, vom Schwimmbad zur Disco. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Einer steht morgens als Gläubiger auf und geht abends. Ich erzähle euch eine Geschichte, die mir persönlich passiert ist. Als wir damals unsere Moschee hatten, möge Allah uns was Besseres geben. Hatten wir einen Bruder, der hat den Islam bei uns angenommen. Und subhanallah, er war so zufrieden mit dem Islam. Er hatte zuvor eine Freundin gehabt, er hat alles gelassen für Allah azza wa jalla. Und er kam sogar zum Fajr-Gebet, das war in einer wirklich schweren Zeit, in die Moschee. Und wir haben gesehen, dass er so zufrieden ist mit seinem Islam. Eines Tages haben wir ihn nicht mehr gesehen. Und von der Sunna ist, dass man nach seinen Brüdern fragt. So habe ich den Brüdern gesagt, schaut mal, was mit ihm ist. Ein Bruder hat ihn dann angeschrieben gehabt über WhatsApp. Er sagte, Bruder, wir vermissen dich. Wir haben dich lange nicht mehr gesehen. Er hat nicht geantwortet. Dann hat er ihn nochmal geschrieben. Wir wollen dich wirklich gerne sehen und vielleicht können wir uns mal wieder etwas unterhalten. Er hat nicht geantwortet. Später hat er ihn geschrieben, ich bin nicht mehr euer Bruder. Wie ist das passiert? Seine Freundin hat ihm gesagt, ich bin bereit, zu dir zurückzukehren, aber mit einer Bedingung, du verlässt den Islam. Er sagte, na. Ein Mann steht morgens als Gläubiger auf und geht abends. Innerhalb von einem Tag dreht Allah sein Herz. Von einem Tag, ja, Ikhwa, von einem Tag. Ich rede nicht über 10 Tage oder 100 Tage, von einem Tag. Allahu Akbar. Was sagt er uns weiter? Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Er verkauft seine Religion für etwas von der Dunya. Für die Dunya? Für etwas von der Dunya. Subhanallah, wenn wir die Geschichten der Sahaba studieren, und das sind wahrlich Helden, liebe Geschwister, das sind unsere Vorbilder. Nicht Steven Seagal. Der kämpft gegen 50 Männer und sein Haarschnitt ändert sich nicht. Subhanallah. Immer gleich. Abu Karate. So siehst du, die Sahaba radiallahu anhum waren nicht bereit, etwas von der Religion für die Dunya zu verkaufen. Heute sind wir bereit, für etwas von der Dunya unsere gesamte Religion zu verkaufen. Wallahi, wir können nur standhalten, diesen Fittern, diesen ganzen Fittern, über die wir geredet haben, wenn wir eine Sache haben, Iman. Einen starken Glauben. Solange der da ist, wird dich diese Fitna nicht treffen. Ein Scheich kam einmal nach Europa. Ein Bruder hat ihm gesagt, bitte Scheich, ich fühle mich sehr geehrt, wenn du bei mir schlafen kannst. So kam der Scheich zu ihm nach Hause. Er sagte zu ihm, der Scheich, subhanallah, du bist ein Jugendlicher. Du hast keinen Fernseher zu Hause? Er sagte, nein Scheich, das wird mich nur ablenken von meiner Akhira. Der Scheich sagte, subhanallah, ein Jugendlicher in Europa, keinen Fernseher, kein Fernseher. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Und deswegen, liebe Geschwister, wenn wir diesen Fittern standhalten wollen und niemand wird ihn standhalten, außer wen Allah schützt, so ist es wichtig, dass wir was haben, einen starken, weil auch die Fittern sehr, sehr stark sind. Haben wir diesen Iman nicht, zerbrechen wir an irgendeiner Fitna. An irgendeiner Fitna. Muss nicht mal eine große Fitna sein. Und ich beende. Wer heute anfängt, mit der Religion zu praktizieren, und ich sage ganz ehrlich, Wallahi, ich danke Allah Azza wa Jal, dass ich nicht in der heutigen Zeit der Fitna anfangen muss, meine Religion zu praktizieren, denn die Fittern sind viele im Netz. Wir haben darüber geredet, richtig? Er weiß nicht, von wem er lernen soll. Der spricht gegen den und beide sind in der Irre. Aber einer spricht gegen den anderen und der spricht gegen den
und der ist das und der ist jenes. Er weiß nicht, wohin. Ich sage dir, wohin. Erstmal lass diese ganzen Leute. Du hebst deine Hand und sagst, O Allah, du hast mich zum Islam recht geleitet. Ich bitte dich an diesem heutigen Tage, dass du mich auch im Islam recht leitest. Ist Allah in der Lage dazu? Allah ist in der Lage dazu. Denn es gibt zwei Rechtleitungen, wie Ibn al-Qayyim rahimullah sagte, eine zum Islam und jetzt wichtiger, eine im Islam. Zum Islam wurden viele Leute geleitet, aber im Islam sind es die wenigsten, liebe Geschwister. Und daher beende ich mit einem Hadith, der uns allen, wallahi, eine Freude ins Herz gibt. Wir sind natürlich alle betroffen davon. Die Leute kommen zu uns und sagen, warum hast du keine Freundin? Warum hörst du keine Musik? Warum lästerst du nicht mit den über die Leute mit uns? Warum, warum, warum? Wir wollen was sein? Ghuraba. Ghuraba. Wir wollen was sein? Ghuraba. Schaut mal diese beiden Hadithe und damit schließe ich ab. Um welche Wörter sind besser als von Allah und seinem Gesandten? So wird berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Toba, Toba, lil Ghuraba. Das Paradies für die Fremden. Dann sagten sie, Wa man il Ghuraba, ya Rasulallah. Wer sind diese Fremden? Höre zu, das war die Beschreibung vor über 1400 Jahren. قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. Eine kleine Gruppe von Rechtschaffenen, die unter einer großen Gruppe von Irregehenden sind. Und diejenigen, die ihnen zuhören, das annehmen, die Wahrheit von ihnen, sind weniger als diejenigen, die sich ihnen widersetzen. Haben wir diesen Hadith? Wir haben diesen Hadith. Wenn du denen sagst, komm beten, komm das Gute machen, werden dir die meisten folgen oder nur die wenigsten? Die wenigsten. Und dann die andere Überlieferung, liebe Geschwister, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vielleicht war das euer letzter Salawat heute, ich hoffe nicht. Er wurde gefragt, manhum, wer sind sie? Diese Ghuraba. Er sagte, alladhina yasluhuna idha fasada an-nas. Das sind diejenigen, die das Gute machen, während die Leute das Übel machen. Allahu Akbar. Möge Allah uns unter ihnen machen. Amen. Möge Allah azawajal uns von allen Fittern entfernen. Amen. Möge Allah azawajal nicht unseren Iman nehmen, bis er zufrieden mit uns ein Wiedersehen ermöglicht. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Shaitan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا